Mein Name ist Roland Reichel. Ich bin im Moment Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes Solare Mobilität. Ich beschäftige mich seit etwa 25 Jahren damit, mache seit 23 Jahren eine Zeitschrift. Das ist im Moment meine Haupttätigkeit. Und ich habe am ersten deutschen zugelassenen Solarmobil mitgearbeitet, 1986. Die Zukunft der Mobilität liegt für mich vor allen Dingen in der neuen Energiequelle, nämlich Solar- oder Windkraft, also sauberer Strom. Das heißt, das Fahrzeug der Zukunft wird auf jeden Fall mit Strom laufen. Und wir werden viel mehr auf die Vorteile der Elektrofahrzeuge, sagen wir mal, hinweisen müssen. Die Vorteile liegen darin, dass wir über Vierradantrieb und getrennte Regelung alles, was nötig ist an ABS und EPS und Lenkhilfe und so weiter, machen können. Und zwar viel besser und viel schneller, als der Benzinmotor das kann. Und wir werden in der Batterietechnik derartige Fortschritte bekommen, dass sie billiger und leistungsfähiger sind. Und auch Lithium ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben immer noch andere Techniken, die kommen wieder auf den Markt. Wir haben bewährte Fahrzeuge, die es seit 20 Jahren gibt, wie den Buddy, der jetzt mit neuen Batterien kommt. Und zwar nicht Lithium, sondern Nickel-Metallhydrid. Wir werden aber im Lithium auch sehr viel Neues bekommen. Die Fahrzeuge werden einfach besser werden. Und das wird der Benzinindustrie und der herkömmlichen Autoindustrie zu schaffen machen. Vor allen Dingen, weil wir die Fahrzeuge aus dem Ausland bekommen. Vor allen Dingen aus China. Also, die deutsche Industrie muss sich sehr anstrengen, sonst wird sie verlieren.